Hallo, hier ist Gesche von Gestempelt und ich möchte heute mit dir zusammen diese Karte für dich machen. Und zwar habe ich hier das Stempelset vollendet verziert benutzt, das es im Moment in der Celebration bei einem Umsatz von 60 Euro gratis gibt. Und das ist speziell für den Stamparatus ausgerichtet. Und deswegen möchte ich dir einmal schnell zeigen, wie ich diese Karte gemacht habe. Ich weiß nicht, ob du das erkennen kannst. Hier habe ich einmal Ton in Ton gestempelt und etwas dunkler. Und die Motive greifen exakt ineinander. Und das kann man eben sehr, sehr gut mit dem Stamparatus machen. Genau, wir fangen einmal an. Verwendet habe ich Heideblüte und Amethyst. Zwei super schöne Lila-Töne. Und wir legen auch gleich los. Und zwar habe ich hier den Stamparatus genommen, Schaumstoffplatte. Und wir haben ja auch so karierte Blätter. Die finde ich für die Orientierung immer ganz gut. Und gerade wenn ich über den Rand stemple, finde ich das auch einfach ganz schön, dass die Schaumstoffmatte nichts abbekommt. Und man kann sich eben auch schön an den Karos orientieren. Ich habe mir jetzt einfach gemerkt, dass ich jeweils 3 Kästchen, also 3 cm vom Rand weg sein möchte. Die Maße für das Papier findest du wieder auf www.gestempelt.de. Da schreibe ich dir den Link wieder direkt in die Infobox unten und dann kannst du gucken. Also du platzierst dir hier dein Papier mit Hilfe der Magnete. Bitte immer schön vorsichtig, wenn die beiden zusammenschnurren, kann es auch sein, dass die kaputt gehen. Deswegen bitte immer darauf achten, dass die schön getrennt auf deinem Schreibtisch liegen. Genau, und nun habe ich mir zunächst den Stempel, den ich dunkler stempeln möchte, direkt auf dem Papier ausgerichtet. Einmal, dass der irgendwie schön mittig auf der Kante liegt. Mit gerade habe ich das ja nicht so. Ich hoffe, das klappt jetzt. Dann nimmst du dir eine von deinen Stamparatusplatten und drückst die einmal auf den Stempel. Mal ein bisschen weiter rüber, sonst siehst du meinen Stempel gar nicht. Und dann habe ich mir die Stempelfarbe in Amethyst genommen. Am besten legst du dir nun zum Beispiel die Stempelhülle einmal hier unter deine Platte, dann kannst du es einfach schöner einfärben. Wenn jetzt Farbe auf die Stempelplatte kommen sollte, so wie hier, ist das überhaupt kein Problem. Das ist das immer noch nicht, ne? Also hier habe ich ein bisschen rumgesaut, das macht aber überhaupt nichts. Denn das berührt das Papier letztendlich nachher gar nicht. Also einmal draufstempeln, einmal abdrücken auf dein Papier. Und nun wollen wir das Ganze weiter unten platzieren. Und dazu hat der Stamparatus hier diese kleinen Rillen. Und ich gehe jetzt einfach 2 Plätze nach unten und färbe mir den Stempel wieder ein. Drücke wieder ab und das Ganze mache ich noch einmal, 2 Plätze nach unten, einmal einfärben und abdrücken. Zum Reinigen kannst du jetzt unseren Reinigungsprofi benutzen, mit dem kriegt man die Platten schön sauber, er sieht dann irgendwann ganz bunt aus, geht aber auch in die Waschmaschine. Aber auch per Hand kann man ihn ganz gut ausspülen. So kannst du das Ganze dann einmal reinigen. Und jetzt nehme ich mir aber der Einfachheit halber einfach meine 2. Platte, setze sie drauf, nehme mir meinen Stempel und richte ihn jetzt einmal direkt auf dem Stempelmotiv aus. Da sind diese kleinen Löcher. Ich muss das mal ein bisschen ranziehen und von oben gucken. Das Licht blendet so komisch. Und zwar kannst du jetzt passgenau die dunklen Punkte hier in diese Löcher bringen. Und das Ganze dann mit der Stempelplatte wieder aufnehmen. Und jetzt wird in Heideblüte eingefärbt.
passgenau gestempelt. Und du siehst, jetzt sind die Punkte direkt in den Kreisen, die ich jetzt in Heideblüte gestempelt habe. Auch hier gehe ich wieder zwei Plätze nach unten, färbe den Stempel ein und setze ihn dann passgenau in mein Stempelmotiv. Genau, das ist schon das ganze Geheimnis. Man kann eben wirklich mit gleichen Abständen super arbeiten mit dem Stamparatus und dann tolle Ergebnisse erzielen. Ich werde sicherlich mit dem Stempelset noch ein bisschen mehr rumspielen und dir noch ein bisschen was zeigen. Nun habe ich das Ganze noch durch den Tiefenprägefolder Struktureffekt gekurbelt. Einmal die Big Shot auf den Tisch. Es wackelt leider immer ein bisschen. Ich hoffe, das stört dich nicht weiter. Den habe ich dann einmal längs hier reingelegt. Habe ich mir schon ein passendes Papier in Flüsterweiß zurechtgeschnitten, das am Rand jeweils 1 mm nur größer ist als das Ganze hier. Wo ist denn mein Snail? Der ist noch hier. Dann kommt da ein bisschen gestreiftes Band in Amethyst rum. Da habe ich einfach einen Doppelknoten gemacht. Das Ganze wird auf eine Grundkarte im C6-Format in Amethyst aufgeklebt. Und hier haben wir noch den Stempel. Du bist einfach Spitzenklasse. Das möchte ich jetzt auch noch mal aufstempeln und mit unserer neuen Stanze Wunschetikett ausstanzen. Denn dies wird eine Karte, die die liebe Nicola zu ihrer Beförderung zur Bronze Elite bekommt. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal hier, liebe Nicola, wenn du das Video siehst. Diese Karte macht sich gleich heute Nachmittag auf den Weg zu dir. Genau, du bist einfach Spitzenklasse, passt in unsere neue Stanze Wunschetikett. Und die klebe ich einfach mit ein paar kleinen Dimensionals direkt auf die Karte. So viel verdeckt wird von meinem tollen Kunstwerk. Genau. Und nun ist die Karte schon fertig. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren mit deinem Stamparatus. Lass ihn nicht in der Schublade liegen, sondern probiere aus, was man damit alles machen kann. Man kann halt auch einfach tolle Sprüche immer in dem gleichen Abstand stempeln. Ich werde dir sicherlich in der nächsten Zeit noch ein bisschen mehr zeigen. Aber gerade mit diesem tollen Stempelset, was es jetzt im Moment gratis in der Celebration gibt, gehen einfach ganz viele tolle Sachen. Ich sage danke fürs Zugucken. Wenn dir das gefallen hat, das Video, lass mir ein Däumchen da. Ich freue mich, wenn du aktuelle Stampin' Up! Produkte bei mir bestellst und wünsche dir einen schönen Tag. Bis ganz bald. Tschüss.